Hallo, da bin ich wieder mit einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Blog. Heute geht's um ein ganz ernstes Thema und ich versuche das wirklich in ein, zwei Minuten einzupacken. Und zwar, wenn jemand nicht mithilft, dann muss man als Reha-Managerin oder Reha-Manager die Leine ziehen, die Bremsleine, und sagen, hier ist Schluss. Ganz heikel wird das, wenn auch die Anwältin oder der Anwalt mit dem Klienten überhaupt nicht mehr klarkommen. So einen Fall habe ich gerade gehabt. Da hat jemand seine Ziele klar formuliert. Wir haben eine Zielvereinbarung getroffen. Wir haben diese Zielvereinbarung mit dem Anwalt geklärt. Wir haben uns die Zustimmung des Haftpflichtversicherers eingeholt und alle waren guten Mutes, dass wir das schaffen. Und dann ist die betroffene Person zur Reha gegangen, hat ihre Reha gemacht und dann hat sie auf einmal Ausreden gehabt, nicht zur Reha zu gehen. Ich habe da gar nichts von mitzubekommen. Und wir hatten dann ein Reha-Planungsgespräch in der Reha-Einrichtung, um zu gucken, wie geht's weiter, welche Möglichkeiten bestehen, mobiler zu werden, wieder in das Arbeitsleben zu kommen. Und da habe ich dann einen Zettel vorgelegt bekommen von dem zuständigen Arzt und der sagte mir dann, hey, die betroffene Person, die haben wir schon vor 2 Wochen hier rausgeschmissen und ich zeige dir auch warum und über Wochen lang wurden dann Termine kurzfristig abgesagt. Dann war die Person mal krank, dann hat dies nicht funktioniert, das nicht funktioniert, also viele Ausreden. Und da das kein Einzelfall war und die betroffene Person in dieser Einrichtung schon mehrere Chancen hatte und sich immer entschuldigt hat und immer wieder gesagt hatte, ja, ich will mich bessern, war dann mal gut. Auch bei mir war es gut, weil es eine Struktur ist. Und das Thema Arbeiten haben wir ad acta gelegt. Ich habe mich mit dem Anwalt unterhalten und mit ihm geklärt, dass ich meine Arbeit beende. Das war dann eine kleine Überraschung für den Haftpflichtversicherer. Und die dortige Mitarbeiterin hat dann gesagt, okay, sehen wir auch so, wir müssen das auf einem anderen Wege klären, nämlich auf dem schadensrechtlichen. So habe ich jetzt die Zusammenarbeit mit dem Klienten beendet. Schade, war eine Chance, aber irgendwann ist alles mal gut. Und auch wenn die Zusammenarbeit der betroffenen Unfallgeschädigten, des Anwaltes oder der Anwältin und der Versicherung freiwillig ist, heißt es nicht, dass man alles bis wirklich zum Schluss auslutschen muss. Also, wenn ihr als Unfallopfer eine klare Entscheidung getroffen habt, etwas nicht zu tun, dann sagt es. Das macht es euren Anwältinnen und Anwälten und allen anderen Beteiligten viel einfacher. Und insbesondere werden viele Ressourcen, zum Beispiel in medizinischer Rehabilitation, nicht vergeudet. Diese Ressourcen können andere Menschen bekommen. Okay? Das war's für heute vom Auf geht's, der Reha-Blog. Mann, heute habe ich irgendwie einen Verdreher in der Zunge. Also, viele Grüße aus Oldenburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!